Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 21. Transfermarkt ist aufgeräumt. Heißt, wir machen heute wunderschöne neue SBC. Also, ja, ihr seht jetzt mein neuer Sturm. Jetzt sind die Teams gefallen. Ich habe mir jetzt Werner und Lewandowski Headliner geholt. Die werden irgendwann steigen. Ich habe meinen Brand vorerst verkauft. Werde ich aber wieder kaufen, den Team of the Season Sofa Werner. Jimenez, also den finde ich super. Thuram ist super. Parejo habe ich eins angetestet, der ist so, naja. Trotzdem will ich die auf jeden Fall haben. Den neuen Lewandowski werde ich mir nicht leisten können. Den 96er finde ich mega geil im Sturm, der macht alles rein. Ich werde keinen anderen brauchen. Den hatte ich jetzt, weil ich meinen Da Costa verkauft hatte, um mir die zwei zu leisten. Mittlerweile habe ich über 300.000. Irgendwas habe ich wieder gekauft, um ein bisschen Kohle zu machen. Ich glaube, 100.000 habe ich jetzt noch auf dem Konto. 112.000, siehst du? Da passt das schon. Alles natürlich ein bisschen reingemacht. Klitschi ist gekommen. Bringt er uns was? Ja, wahrscheinlich eher weniger. Wir machen heute die La Liga Challenge. Ist leider untauschbar. Dafür brauchen wir mindestens einen Spanier. Spieler mit derselben Nationalität. Mindestens drei. Spieler aus einem Verein. Maximal drei. Selten mindestens eins. Gesamtwertung 75 und 85 Chemie. Im Tor habe ich Lafon, Zabali, Brunn, Denayer, Erstbesitzer, Udin, Lismelu, Caballé, Buanga, Oscar Plano, Sansone, Erstbesitzer, sowie Di Francesco. Gibt ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Bis jetzt habe ich noch nichts für Freitag aufgehoben. Ob das so gut ist tatsächlich. Und 81 plus minus Doppel-Upgrade machen wir heute auch noch. Da brauchen wir genau 11 Spieler, die selten sein müssen. Wir brauchen genau Gold alle. Also alle 11 müssen Gold und selten sein. 50 Chemie ist eigentlich ganz easy. Ihr seht es, ich habe 3 Engländer. Ist alles völlig random reingesetzt. Und 11 Spieler im Tor. Wenn ihr jetzt nachbauen wollt, Part, Erstbesitzer. Fellaini, Erstbesitzer. Belicigulu, Erstbesitzer. Horo. Kolasinac, Erstbesitzer. Forrest. Defoe. Renato Sanchez, Erstbesitzer. Daniel Podence, Erstbesitzer. Gray. Sowie Abraham. Heißt, ihr könnt es jetzt nicht 1:1 nachbauen. Aber ihr seht es ja. Wenn ihr hier zum Beispiel 2 Deutsche habt, die selten sind, reinbauen. Oder hier 2 Innenverteidiger. Oder was weiß ich, ein Rechtsverteidiger, dann habt ihr die Chemie auch genauso und alles super. Ganz easy, ganz billig, haut so viele Spieler rein, die ihr nicht benötigt, wie nur möglich. 2 seltene Goldspieler, 81 plus. Runter. 100 Münzen. Ich mache immer noch so ein bisschen Bronze-Trading. Es hat mir jetzt einige geile Spieler gebracht. Mal schauen. Das hier bringt es jetzt einfach mal. Ja, das war ein Griff ins Klo. Das war ein 81er Rulli und Granio. Seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Let's go. Ach du meine Güte, das... 84er Kepa aber. Okay. Naja, 3k wert. Und er soll das Seltene sein, der ist sogar mal 900 wert. Ja. Nicht so schön. Das hier sind alle Spieler, die bringen nichts. Und kann ich abscherbeln. Yeah. Like das Video, zerstört den Like-Button und natürlich abonniert den Kanal, wenn ihr mehr FIFA 20 sehen wollt. Wir sind in den letzten 2 Wochen, sage ich mal. Ich werde FIFA bald beenden und auf FIFA 21 warten und dann geht's richtig los. Im Moment ist es ja so, ich habe Final Fantasy 7 angefangen, pausiert. Liegt daran, dass ich mit meinem Headset nicht zufrieden bin.
Weil hier ist es auch leiser, als ich wollte, der Ton. Viel zu leise, mag ich nicht so. Und ich werde auf jeden Fall umstellen und mal schauen. Dann geht's los.